Pfannen gibt es viele, aber der Bowl Grip, also die Pfanne mit diesem Griff hier, das ist was Besonderes. Ich habe dieses Teil, nicht nur dieses, sondern viele andere, viele, viele Jahre im Einsatz. Und wenn du wissen willst, wofür es gut ist und ob das auch etwas für dich sein kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossum vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Die Pfanne, also nicht genau die, aber diese Type begleitet mich, seit ich begonnen habe, Survival Trainings zu geben. Warum? Weil sich darin ideal Regenwürmer und andere Survival-Notnahrung abkochen lässt. Passt super in den Rucksack, ich gebe das dann, nachdem sie gebraucht ist, wird das natürlich komplett schwarz. Ist einfach so. Da kriege ich auf Instagram immer die Frage, wie man das reinigt. Und wenn du mir Fragen stellen willst, dann mach das auf Instagram, gebe da unten den Link. Aber im Plastiksackerl, in einem Rucksack, das hat kein Gewicht, das ist klein und du hast einen vollwertigen Topf, wir haben da schon Eier drin gekocht und super. Der große Vorteil ist genau dieser Griff hier. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Einerseits am Lagerfeuer, weil da kann man mit dem Leatherman, habe ich auch gern dabei, ein Multitool, oder mit einem Stock das ganze Teil hin und her schieben. Das zeige ich dir jetzt da, weil Tobias macht gerade das Lagerfeuer für uns. Oder am Gaskocher. Am Gaskocher ist es so, dass du das hier berühren kannst. Ich meine, schau, wenn das Ganze schon glüht und so richtig 10 Stunden heiß geworden ist, dann natürlich nicht. Aber die Idee ist, dass die Pfanne warm wird, aber der Griff kühl bleibt. Und er bleibt auch relativ kühl. Mir taugt das Teil. Ein einziger Nachteil am Gaskocher ist, wenn das irgendwas Kleines ist, so ein Spider-Notkocher, dann musst du aufpassen, weil natürlich, also schau, wenn diese Halterungen, die es da gibt, diese Topfhalterungen, groß genug sind, dann steht er stabil. Wenn die aber relativ eng aneinander sind, dann würde er da das Übergewicht bekommen. Da muss man aufpassen. Also das ist nicht für jeden geeignet, aber für die meisten. So eine Pfanne gehört einfach dazu. So eine Pfanne gehört einfach dazu. Und bevor ich jetzt weiter schwärme, gehen wir es ins Lagerfeuer. Ja, Tobias hat das wirklich gut gemacht. Er wird immer wieder ins Bild kommen und da ein bisschen nachlegen, also mit dem musst du zurechtkommen. Es gibt ja immer wieder Leute, die mich dafür kritisieren, dass meine Kinder mit in meinen Videos auftreten. Wenn du das emotional nicht aushältst, dann solltest du jetzt ausschalten, weil mein Sohn wird dazu genötigt, beim Feuermachen mitzumachen. Du Armer, oder? So, der große Vorteil, wie gesagt, ist, du kannst dieses Teil universal einsetzen. Am Gaskocher genauso wie am Lagerfeuer. Und das macht natürlich was. Das Problem ist natürlich, jetzt an der Stelle, ich habe den Griff, der auf dieser Seite ist, auch im Lagerfeuer. Also da kann man jetzt nicht mehr hingreifen. Im Lagerfeuer ist der Vorteil, dass ich damit jetzt eben diese Pfanne schön ohne irgendeine Topfhalterung oder sonstiges bewegen kann. Also das ist wunderbar und das ist die Idee dahinter. Ja, irgendwie das Feuer, da müssen wir ein bisschen Gas geben. Mhm. Tobias, wenn ein Feuer ausgeht und raucht, was müssen wir tun? Blasen. Blasen? Mhm. Haha, das machen wir jetzt gleich. Da habe ich übrigens einmal ein Video gemacht, gebe da oben den Link. Das ist der Blasebalg und dann... Echt eine coole Sache. Natürlich. Muss man nicht unbedingt haben, kann man auch mit der Hand machen oder mit einer Matte. Ne? Das ist übrigens billige Eigenwerbung, eine Faltmatte aus unserem Shop. Da geht das noch viel cooler. Entschuldige, jetzt hätte ich dich fast verbrannt. Tut mir leid. Also da geht das vielleicht noch cooler. Da hat man richtig schöne Fläche zum Anzünden, zum Anblasen und es ist entweder auch ein Sitzkissen oder eben zum Hinlegen in Falt. Billige Eigenwerbung, gebe ich da unten den Link in den Shop. Naja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, denn einen Nachteil gibt es bei diesem Teil. Und zwar, der Nachteil ist, es gibt keinen Deckel. Oder? Mhm. Ich stelle mir gerade die Frage, ob, wenn du zwei kaufst, nicht unbedingt bei mir, kannst aber natürlich auch, oder woanders, ob man mit einem zweiten, wenn man den da drauf gibt, einen Deckel improvisieren kann. Interessiert mich jetzt. Und schau dir das an, Tobias, das funktioniert. So wie bei der Eierspeise. So wie bei der Eierspeise, da machen wir das auch immer. Ja, tut mir leid. Also wenn du sowas kaufen willst, dann brauchst du jetzt leider zwei. Also ich muss natürlich jetzt gestehen, das war ein bisschen ein Trick. Und zwar, es gibt dieses Bowl Grip in zwei Größen. Und zwar einerseits die größere und die kleinere Version. Und jetzt habe ich gerade die kleine Version, die S-Version habe ich im Lagerfeuer. Und die Normalversion passt als Deckel da richtig schön drauf. Das heißt, eigentlich hast du dann ein Pfannenset zur Verfügung.
Ja, das war jetzt ein ganz kurzes Video, Produktvorstellung logischerweise, aber ich bin von diesen Teilen wirklich hundertprozentig überzeugt, sonst würde ich es nicht sagen, so wie immer ist das. So. Du kannst damit auch braten. Du kannst damit einfach alles tun. Das ist ein Edelstahl und ist aber nicht so schwer, dass ich jetzt sage, das wäre nichts für das Gepäck im Rucksack, ob jetzt als Bug-Out-Bag oder zum Wandern oder wenn du eine Bushcraft-Tour machst, die etwas länger dauert oder etwas weiter geht. Das ist an der Grenze und da muss ich da auch sagen, da ist jetzt dann nicht mehr viel Unterschied, einfach vielleicht in Zahlen, aber nicht vom Gefühl her, zu einem Titanteil. Ich habe auch Titanteile und die habe ich auch schon oft vorgestellt, das ist auch alles okay. Aber das hier, das ist, was Pfannen betrifft, für kleine Pfannen, für ein Mann oder zwei Mann oder zwei Menschen, ausreichend. Gut, das war's jetzt. Jetzt meldet sich die Kleine, das heißt, ich muss Schluss machen. Gib da unten den Link und auch da in meinen Shop. Da ein Abo dalassen, ich muss weiter tun, da ein Video klicken. Bis bald, dann René Rossmann und ciao.